Hey, lasst mich raus hier! Wer schreit denn da so rum, Mann? Hey, lasst mich aus dem Gefängnis raus! Oh nein! Nein! Freunde, nicht schon wieder, bitte nicht! Heidi Zock, Bro, bist du's? Oh nee, ich bin schon wieder mit dir im Knast, Lumex. Hey, Bro, ich hab langsam echt keine Lust mehr auf dich, Mann! Guck mal, ich versuche hier zu entkommen. Guck, ich... Aber man kommt hier nicht raus. Ja, Bro, das ist ein Gefängnis. Natürlich kommt man da nicht so einfach raus, ja, Mann. Guck mal, wir sind schon seit 5 Tagen hier. Ich hab hier einen Strich gemacht. Yo, das hast du cool gemacht. Aber ey, Bro, ich glaube... Warte mal, psst, da ist sogar der Gefängniswärter direkt. Schau mal. Wo denn? Ja, hinter uns, Bro. Oh, yo, der pennt. Schrei doch nicht so. Okay, der pennt. Okay, ich hab auch gerade herausgefunden, Bro... Heute ist ein was anders als sonst. Und zwar ist das ein sogenannter Zwei-Spieler-Gefängnisausbruch. Das heißt, wir können nur ausbrechen, indem wir uns gemeinsam dabei helfen. Ah, okay. Also, wie war das nochmal mit den Robux, die ich nicht bekommen habe? Robux? Ohne mich kommst du hier nicht raus. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber ich gehe erstmal ganz kurz aufs Klo. Und ich habe mich so lange wieder gemutet, weil, Freunde, auch wenn es ein Zwei-Spieler-Obby ist und er und ich auch seine Hilfe braucht, werde ich trotzdem ein bisschen reinprangen. Ich meine, ihr kennt mich, deswegen gehen wir wieder in den Itemshop rein, Leute. Kaufen wir uns direkt das VIP-Angebot für 700 Robux. Ihr macht das bitte nicht zu Hause nach. Bam, Leute, es hat funktioniert. Ihr seht es unten. Ich habe richtig viele coole Items bekommen. Die werden wir im Laufe des Videos an Idizock austesten, um ihn richtig zum Ausrasten zu bringen. Aber jetzt würde ich sagen, ermüde ich mich erstmal ganz schnell, dass wir hier weiter ausbrechen. Oh, Gefängniswärter, hallo. Ey, hör auf, hallo. Bro, ich komm doch schon, ich muss kurz noch mein Geschäft machen. Bro, so lange, wie du auf Toilette gewartet hast und vor allem nicht erreichbar bist, schon auffällig, ne? Bro, sei mal nicht so frech, sonst gibt's dir eins auf den Kopf, Mann. Wo hast du denn das hergeholt, Alter? Den hab ich im Klo gefunden, der stand da drin fest. Ja, der passt da auch ganz sicher rein, ja? ja, Junge, jetzt red nicht so viel, lass uns ausbrechen. Okay, warte, ich glaube, ich muss mich hier hinstellen. Genau, du musst dich auf den Knopf draufstellen, dann kann ich nämlich hier durch. Genau. Und jetzt musst du, glaube ich, auf deiner Seite irgendwo einen Knopf finden. Ach so, hier ist auch so ein roter Knopf. Mhm. Ah, da muss ich jetzt drauf, glaube ich, damit das aufgeht bei dir, ne? Ja. Platz irgendwelche Sachen, Lumex? Platz irgendwie, Nee, Bro, ich habe nur Angst. Nein, es könnte ja aber auch sein, Bro, dass das vielleicht eine Falle ist und eine Mine oder so drunter ist. Das weiß ich ja nicht. Ja, dann bin ich froh, Alter. Dann ist Lumex weg hier vom Fenster. Ja, ich würde da mal weiter ausbrechen, ja? Haus rein, ne? Ich mach da mal weiter, ey, ja? Ey, nicht ohne mich abhauen. Yo, wie geht's dir, Bro? Ey, das kann er nicht abziehen. Lumex! Ey, ich muss sagen, von der anderen Seite ist es echt gemütlich, Bro. Ja, schön, aber beweis mir, dass du auch ohne mich jetzt abhaust. Probier das mal. Probier mal abzuhauen ohne mich. Ja, Bro, also ich sag dir ehrlich, an sich ist es gar kein Problem. Ja, bist du sicher? Ja, guck mal, ich habe nämlich noch so eine andere Pistole im Klo gefunden. Und mit der kann ich nämlich, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, kann ich mich da, glaube ich, so... Nein! Doch. Der kann sich grappeln! Oh, Bro! Oh mein Gott, er hat es wirklich geschafft, ey! Also, ich meinte ja, ich brauche nicht deine Hilfe, ich kann auch so ausbrechen, ne? Ey, aber mach jetzt mal die Tür auf, Lumex. Mach jetzt mal die Tür auf. Okay, brauchst du einfach meine Hilfe? Ey, Gefängniswärter. Ey, okay, Gefängniswärter, Bro, ich komm doch schon. Bro, okay, ich komm doch schon. Beruhig dich. Warte. Ja, so. Dankeschön. War das denn so schwer? War das so schwer? Ja, okay, so schwer war es nicht. Aber du siehst, wir sind gerade immer noch am Anfang. Wir müssen nämlich hier hinter. Und ich glaube, ich muss auf den blauen Knopf. Dann kannst du nämlich drüber laufen. Schau mal. Irgendwie vertraue ich dir nicht. Ich weiß nicht warum, aber. Bro! Irgendwie. Oh. Warum war mir das so klar? Leute, es reicht mir schon zweimal mit Lumex in dem Gefängnis zu sein. Jetzt schon wieder in der Zelle eingesperrt zu sein, ist aber wirklich das Letzte. Bro, ich bin doch nicht so. Guck mal, ich hole dich wieder raus hier. Aber Bro, hörst du das? Was denn? Irgendwie, du hörst dich ganz komisch an. Ich glaube, das liegt daran, dass du so klein bist. Junge! Hey! Hallo! Hallo! Habe ich Heliumstimme bei dir oder was? Bro, keine Ahnung. Du hörst wieder normal an. Ich bin wieder normal. Also, ich glaube, ich bin größer geworden sogar. Nee, also, um ehrlich zu sein, bist du exakt genauso groß wie vorher. Aber okay, ich lass dich vor, du darfst.
Okay, so, perfekt, alles klar. Und hier kannst du jetzt schon rausgehen. Ey, du bist korrekt, Mann! Ja klar, weil ich dachte, das ist ein Koop-Gefängnis. Wir sind nicht Feinde, wir sind Partner. Genau, wir sind Partner und deswegen helfen wir uns auch gemeinsam. Ja, komm, jetzt lauf du mal zuerst, Kollege. Ja, warte, ich habe hier so einen Knopf auf meiner Tastatur. Ah, da ist ein Flammenwerfer. Oh! Gefängniswärter Lumex randaliert hier mit Flammenwerfer. Ich muss hier abhauen. Okay, Junge, auf zu petzen. Ich fackel dich sonst ab, Mann. Junge, du kommst hier nicht raus. Ich war vor 20 Sekunden, als wir davon geredet haben, dass wir Partner sind. Du kommst hier nicht raus. Ich fackel dich ab, Mann. Überraschung. Oh no. Junge, Alter. Hilfe. Junge. Alter, Bro, weißt du was? Ich hole mir sowas gleich auch. Ja, kostet nur, ich glaube, 800 Robux, Bro. 800 Robux? Bro. Okay, ja, gut, dann hol ich mir das beim nächsten Banküberfall wieder zurück, ne? Ich laufe jetzt rüber, aber bitte nicht runtergehen, ne? Naja. Bruder, du schwebst. Ja, natürlich, weil ich wusste, Bruder, dass du mich reinlegen wirst. Einfach. Er hat einfach... Bro, aber wo ist denn da noch der Sinn von einem Koop-Gefängnis, wenn du da eh drüber fliegst? Ja, ich glaube, die haben immer nur du so eine gewisse... Du machst den ganzen Spaß kaputt. Hä? Mach ich gar nicht. Ich mach, wenn, dann dir den Spaß kaputt. Nee, also ich warte nur, bis du mir hier aufmachst. Nö, mach ich aber nicht. Ciao. Okay, ich bin ja mal nicht... So, oh, warte mal. Hier gibt es ein Jetpack? Oh nein, Lumex. Ey, ganz ehrlich, kein Wunder, dass du ständig pleite bist in Roblox. Ja, nee, Bro, mir fällt gerade auf. Jedes Video muss er Robux aufladen. Bro, ich hab den doch schon lange freigeschalten. Ich hab's noch nicht bemerkt. Ja, okay, jetzt. Kannst du mich auch transportieren? Geht das? Hast du irgendein Tool, womit du mich greifen kannst? Nö, aber du kannst einfach rüberlaufen, wenn du willst. Ja. Oh, okay, Lumex, jetzt Alter, aber. Ich glaube, ich gehe wieder zurück in die Zelle. Das hat mehr Spaß gemacht. Mach doch, dann gewinne ich die Robux. Gefängniswärter, hier Okay, beruhig dich, beruhig dich, Alter. So muss man das machen, ne? Ja, Junge. Ey, wenn du weiter so rumschreist, muss ich dich wieder schrumpfen, Mann. Nein, oh nein. Ah, okay. Du musst schrumpfen. Wie war das? Du bist geschrumpft. Komm her, Junge! Nein, ich bin nicht geschrumpft. Verrückter Lumex ist hier. Komm schon, ich treff dich nicht, Mann. Er trifft mich halt wirklich nicht, Leute. Guck mal, probier's doch. Ich bin immun. Ja, merk ich. Leid. Komm, geh mal auf den roten Knopf, lass mich durch jetzt. Ja, komm, lauf einfach. Meine Güte. Warte. Leute, Lumex ist halt der schlechteste Partner, wenn es um ein Gefängnis geht. Das stimmt gar nicht. Guck mal, ich mach dir gerade die Türen auf. Du kannst einfach durchlaufen, Bro. Sei mal dankbar, Mann. Dann mach auf. Ja, dann mach auf. Dann mach auf. Ah, wie war das nochmal mit, du kommst jetzt auch nicht weiter, ne? Also, um ehrlich zu sein... Nein. Du kommst hier nicht durch. Komm schon. Nein, es geht nicht! Ich kann mich nicht teleportieren! Ey, kommt schon! Ey, Leute, bitte! Eines und lässt mich erst durch, wenn ihr ein Like da lasst! Ja, komm schon! Also ich lasse ihn nur rein, wenn alle Like da lasst. Okay, Freunde, ihr habt's gehört. Komm schon! Innerhalb der nächsten 3 Sekunden alle ein Like da lassen! 3, 2, 1! Okay, Bro, wir haben alle geliked. Jetzt halt dein Versprechen, Mann! Okay. Dankeschön, Leute! Yo, ihr seid die Besten. Okay, das war's noch nicht, Bro. Hier muss man Teamplay machen, weißt du? Teamplay? Hm. Ja, du man kann auch rüberfliegen, wenn du willst. Ne? Natürlich kannst du machen. Ja, ne? Kann man auch. Ja. Bruder, ich hol mir das gleich auch. Ich hol mir diese Betrügermaschen gleich auch. Ja, komm rüber. Ich bin doch nicht so. Ja. Guck mal, ja, ich spring sogar nicht runter, Bro. Ich lass dich sogar durchlaufen. Ja. So, jetzt brauche ich den grünen Knopf. Aber wenn du da einmal so gut stehst, dann... Ey, Leute, das ist doch strafbar, was wir hier machen, oder? Hey, das machst du jetzt aber selber, Bro. Ja, Digga, du stehst ja die ganze Zeit wie eine faule Socke da. Du musst ja auch die Plattform wechseln, sonst komme ich nicht rüber. Ja, ich mach doch schon.
Ey Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Es funktioniert perfekt. Es riecht am Ausrasten. Ich werde gleich noch die anderen Items ausprobieren. Wartet einfach ab. Weißt du was? Du fliegst da eh drüber. Also geh mal nach oben, mach das Plattform auf. Oder gib mir einfach mal. Bro, geh auf die Plattform hier und dann lass mich drauf. Dann kannst du ja rüberfliegen. Bro, ich habe auch nicht unendlich Treibstoff in meinem Chatpack. Ich muss erst mal aufladen. Jetzt geh mal lieber hoch hier, bevor Bist du sicher? Ja, deswegen, ich kann ihn gerade nicht benutzen. Es wäre cool, wenn du mir jetzt die Treppe machen würdest. Du kannst dein Jetpack nicht benutzen. Nee. Wirklich nicht, ja? Okay. Oh, korrekt, bleibst mich ja wirklich hoch. Ja, weil ich bin ja Ehrenmann, Leute. Ich bin ja Ehrenmann, weißt du, ich lasse ihn ja vorbei, natürlich. Wow. Bro, was hast du da in der Hand? Was? Das Ding hat mich einfach nur zum Sitzen gebracht. Ich hab dich getasert. Bro, das sah man gar nicht. Mach das normal, ich hab gar nichts gesehen. Hier, guck. Ich sitze einfach nur. Wow. Ah, guck mal, ich mach dir jetzt auch die nächste Tür auf. Du kannst durchlaufen. So, du kannst jetzt auch durchlaufen. Korrekt, Mann. Nee, ich lass dich mal zuerst drüber auf. Ja. Bro, du bist so dumm, ne? Du bist halt wirklich der dümmste Spieler. Wir sind jetzt gesoftlockt, ne? Wir sind jetzt gesoftlockt, Digga. Weißt du, was es heißt? Wir können nicht mehr durch. Wir haben das Gefängnis kaputt gemacht. Nein! Doch! Digga, warte, wenn ich mich jetzt umbringe. Hier! Wow, dann hast du. Oh, Lumex hat doch noch ein bisschen IQ. Guck mal, was du hier für Lügen rum erzählst, Bro. Wie, du hast mich 5-mal schon runterfallen lassen. 5-mal! Ich weiß gar nicht, was du meinst, Bro. Ja, wahrscheinlich hast du einen Fußwackelkontakt oder so. Wahrscheinlich hast du so Zuckungen im Fuß, dass du die ganze Zeit von dieser Plattform da runterspringst. Ja, hab ich tatsächlich. Deswegen hab ich dich auch wieder geschrumpft. Alter, das geht jetzt gleich langsam zu weit, Lumex. Das geht jetzt gleich langsam, aber richtig zu weit hier. So, was muss man hier machen? Du kleiner 31er. Ich hab's nicht beabsichtigt gemacht. Du Ekliger. Ja, Mann. So, dann ich werde gleich richtig sauer, deswegen fliege ich einfach hier drüber jetzt. Ciao! Ja, okay, mach das ruhig. Ey, guck mal, hier ist der Ausgang, Bro. Was? Echt jetzt? Ja, schau, hier, cool. Guck, ich hau dann mal rein, ne? Nein, Bro. Yo, ciao! Hey, Lumex! Ey, Leute, der haut einfach unter uns ab. Okay, warte. Ich lass dich raus, aber... Erst wenn du sagst, dass ich der beste Roblox-Spieler bin. Hey, das habe ich doch schon letztens gesagt. Ja, aber du sagst es nochmal. Also, es ist nicht schwer, mit einem Jetpack durchs Gefängnis zu fliegen. Nein, du sagst, ich bin der beste Roblox-Spieler, sonst ich nicht durch. Ah, ja. Sag okay, es! Du bist der beste Roblox-Spieler, den ich je gesehen habe. Yo. Das ist so unglaublich, dieser Skill. Es erfordert so viel Skill, dass man mit mentaler Telekinese sich zum Fliegen bringt. Das kriegt sonst kein Mensch außer du hin. Genau so ist es. Ja, Mann. Ja. Ey, aber warte, Bro. Hm? Bringt dein Jetpack hier nichts mehr? Nein, aber wir sind unten im Keller. Ich glaube, wir nähern uns dem Ausgang, Bro. Stimmt. Ja, eigentlich müssen wir bald raus sein, ne? Ja, deswegen, lass einfach mal rüberfliegen, Bro. Ja, dann... Kommst du nicht mit? Bruder, ich kann mir hier gerade auch kein Jetpack kaufen. Ah, okay. Ja, ich will mal weiter, ja? Haus rein. Also, wo hast du das Geld her eigentlich, Lumex? Hab ich reingeschmuggelt. Hast du dem Gefängniswärter irgendwie Versprechungen gemacht? Vielleicht ist es heimlich mein Freund, ja. Ja, dann warum rastest du aus, wenn ich petzen will bei ihm? Ich weiß nicht, einfach so. Ja. Ich bin aus Versehen für... Lumex. Einmal machst du das noch, dann verlasse ich diese Map. Ich bin aus Versehen draufgekommen, ich kann nichts dafür. Okay, komm, ich gehe jetzt diesmal vor. Oder? Ja, wow. Also das warst du ja jetzt wirklich selber. Ich bin ja direkt wieder hier. Du Ekelhafter! Junge, ich verhau dich gerade mit meinem Hammer, Alter! Hey, nein, nicht mit dem Hammer! Nicht mit dem Hammer! Ja. Funktioniert der überhaupt? Ja, natürlich. Nein, der funktioniert einfach jetzt nicht. Jetzt lauf drüber! Ja. Okay, Lumex, ich glaube, wir beenden das Video hier an der Stelle. Ich habe noch was zu tun. Okay, aber warte, wenn du... Ja, Leute, macht's gut. Hat echt Spaß gemacht. Warte, wenn du aufgibst, dann krieg ich automatisch 10.000 Robux. Tschüss.
Ich krieg meine 10.000 Robux doch! Gib her jetzt! Hallo! Alter, was schreit der hier so rum? Ich höre meine Kopfhörer explodieren gleich. Was ist los? Hallo? Ja, wenn du jetzt aufgibst, krieg ich 10.000 Robux. Das ist ja, das wird ja immer weniger. Früher hatten wir 100.000 Robux gemacht. Ach stimmt, dann lass es 200.000 machen. Ich kriege 200.000, wenn ich weitermache. Du musst mir Schmerzensgeld bezahlen, was, langsam. Also bitte, ja. Ich glaube, es geht los hier. Also die 100.000 hast du mir immer noch nicht gegeben von dem einen, wo ich mal gewonnen habe. Ich weiß noch, ich kann mich gar nicht erinnern, wann du mal gewonnen hast, Bro. Doch. Das war, jetzt geh auf den Klopf, Mann, ich will rüberlaufen. Nein, du hast ein Jetpack. Warum sollst du da drüber laufen? Okay, dann geh du halt. Ja, ich schaff's selbst nicht. Och, nee. Warum sitzt du auf dem Boden, Bro? Es ist schmutzig. Was? Nein, das ist ziemlich sauber, weißt du, hier ist schön gesäubert. Ja, deswegen man sieht man auch die Fußabdrücke hier, weil es so staubig ist, Bro. Ja, macht Sinn. Ja, pff, ja gut. Das ist natürlich auch was anderes, ne? Komm, lauf. Hä, Bro, damit lauf ich ist... endlich raus, damit ich endlich weg bin von dir. Okay, ich spring da mal rüber, ja? Nein. Du bist... Weißt du was? Jetzt ist Schluss mit lustig. Aua, ich bin runtergefallen. Jetzt ist Schluss mit lustig, Lumex. Jetzt ist hier Schluss, Leute. Er kauft sich auch eine Feder. Es ist jetzt Schluss mit lustig. Ich mach das jetzt auch. Ja. So. Da wirst Leute, du aber. Ja, ey, das aber, fühlt sich so gut an. Aber da wirst du merken, dass du ab hier nicht weiterkommst. Lumex zu sein. Das fühlt sich so nice an, vor Lumex zu sein. Und ich hätte jetzt auch nicht helfen, Kollege. Ich hau jetzt auch ab. Jo. Ey, er fliegt einfach. Yo. Ey, warum kann man diese Dinge nicht öffnen? Du bist Feuer, Junge! Komm schon, jetzt stimm endlich! Alter, das ist wie mit so einem... Ja! Ey, danke! Danke, Bro! Dankeschön! Oh mein Gott, Alter, du bist der Beste! Du bist der Beste, Kollege, Alter! Ja, du bist der Beste! Weiß ich weiß zwar nicht, wie dieses Level funktioniert, aber ich spring einfach rüber! Ja, ich höre dich, Alter, du bist viel zu verpiepst da! Ich glaube, jetzt ist wieder groß, Bro! Oh Gott! Das wird. Ich bin hier gespawnt! Was? Wo denn? Ja, das sage ich jetzt nicht. Das ist ja ehrenlos. Ach, wirklich? Ja, aber ich bin schneller da, als du gucken kannst! Bam! Wo bist denn du? Ja, hier? Ich bin hier! Ja, kannst du. Bro, mach das jetzt an. Aber nicht den Laser berühren, das tut weh sonst, ne? Den was? Den Laser? Bro. Ey, wir werden dieses Level nicht schaffen. Wir werden das Level Real Talk nicht schaffen. Boomax will es wirklich in die Länge ziehen, Alter. Er will das wirklich in die Länge ziehen. Welche Farbe muss ich. Nein! Ich bin wieder hier, jetzt reicht's hier aber mal. Bro. Bro. Oh mein Gott, Lumex. Bro, ich spawn die ganze Zeit hier. Ich hab voll den Nachteil. Was hast du gemacht, Alter? So, aber ich muss ich drücken? Blau, ne? Ja, blau und schlau. Oh, warte. Ich muss das jetzt für dich machen, ne? Ja, Bro, ich hab einen Timer für dich. Ich mach das nach Timer, Alter. Ich muss jedes Mal wieder voll viel zurücklaufen, weil ich ganze Zeit hier spawne. Wir haben ein Problem. Ja? Nein. Die Tür, die ich aufgemacht habe, jetzt ist sie wieder zu. Und der Schlüssel ist da hinten. Warte, ich hab den in der Hand. Warum kann ich den nicht von innen öffnen? Du weißt schon, dass du mir die Lasertür noch aufmachen musst? Ja, deswegen sage ich das. Warte! Niemand legt sich mit mir an. Schaffst du das? Nein! Nein, er schafft es nicht. Oh mein Gott. Ey, das habe ich aber jetzt wirklich nicht absichtlich gemacht. Ich wollte nur kurz den Schlüssel betätigen, aber ich habe doch nicht gewusst, dass die Tür zugeht. Ey, jetzt reizt's hier komplett. Jetzt reizt's mir hier wirklich. Ich habe den Schlüssel in der Hand. Bro, vor allem, ich habe mir gerade ein Item gekauft. Ich sterbe einmal, ist mir wieder weggenommen, das Item. Nein. Doch. Oh Gott. Lumex, du musst irgendwas schaffen, dass du durch dieses Laser kommst. Bro, wie soll ich bitte ohne deine Hilfe durch den Laser durchkommen? Sag mal bitte. Vielleicht Unzerstörbarkeit für ein paar Sekunden oder mit einem Morph oder... Was ist Nuke All? Skip Stage. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Komm jetzt zu dir auf jeden Fall, auf schnellstem Wege. Ja, indem du die Stage skippst, ne? Ja, er macht's. Ich seh's. Digga, ich wurde gerade mal hierhin teleportiert.
teleportiert? Ist es deren Ernst? Du musst es jetzt öfter bezahlen. Oh, Leute. Das ist alles deine Schuld, Bro. So, komm jetzt noch mal, ey. Ich muss mir so viele Robux wegen dir aufladen, Alter. Aber, oh. Ja, ich habe mich durchgekauft. Ja, Mann, er hat's geschafft, Leute. Er hat es geschafft. Oh. Hier ist ja der Polizeiofficer. Ja, du siehst. Weiß ich gerade nicht. Oh. Jetzt renn, Bro. Renn! Let's go. Ja, ey, Bro, wir sind safe. Wir sind safe. Wir sind safe. Oh Gott. Oh nein. Komm, Bro, das schaffen wir doch auch ohne Hilfe, oder? Ja. Meinst du, du schaffst den Impossible Jump? Probier mal auf die Kisten zu landen. Jo, es klappt. Es klappt einfach. Ey, jetzt will ich das auch machen. Oh mein Gott, es hat einfach funktioniert. Jo. Es klappt wirklich. Ey, das macht ja viel mehr Spaß, als man sich helfen muss, weil man hier nachdenken muss, wo man hinspringt. Also, das hat jetzt nicht viel mit Nachdenken zu tun, Bro. Schnelligkeitsfeder? Oh mein Gott. Oh. Was war das für ein Geräusch? Das war mein Motor. Okay, komm. Speedboot. Lauf drüber. Ja, ja, ja. Ja, danke. Ich hab's du hackst. Nein. Du hackst. Bro, ich bin abgebounced. Ich hab, wenn du ganz kurz vorher abspringst. Warte mal. Nee. Knopf. Hacker. Bro. Was passiert? 5 Sekunden. 4. Oh Gott. No. Oh mein Gott. Da steht Ausgang, Bro. Ja, da müsste es rausgehen. Okay. Junge, ey, ich kann dich nicht mal. Doch, ich kann dich schrumpfen. Hey, du wachst jetzt um. Oh mein Gott. Leute, so klein und leicht bist. Leute, so leicht bist. Hä, wie cool ist das gemacht, wo du einfach klein bist? Bist einfach nach oben gezogen. Die aber, Feder hat mich. Oh Gott. Bro? Oh! Bro, du bist ein Kampf. Bro, das ist der Endboss-Kampf. Oh, Bro, der schießt irgendwelche Sachen auf den Boden. Du musst aufpassen. Ja, mach ich. Wie krank geht das gerade ab? Bro! Bro, ey, schieß einfach auf, ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber wir müssen ausbrechen. Ich schieß auf. Boah, wir schieß machen gemeinsam. Auf. Wir machen schieß gemeinsam auf den Polizeigefechter. Schieß ihn Come ab, Mann. Komm on. Durch. Oh. Ja. Kann ich Lumex treffen? Nö, aber ich würde sagen, wer zuerst in die Tür einläuft, hat gewonnen. Nein, das zählt nicht. Doch, ich war noch näher dran. Hä? Ich bin näher drin. Nein, ich bin Platz 1. Aus irgendeinem Grund steht auf Leaderboard ich. Aus irgendeinem Grund steht da mein Name drauf. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil du die Lobby früher besucht hast. Aber der König bin ich. Es steht hier schwarz auf weiß. An der Stelle sage ich ganz klar und deutlich, Leute, ihr schreibt jetzt in die Kommentare rein, was ihr denkt, wer an eurer Stelle gewonnen hat. Aber ich war ja mal ganz offensichtlich hier eher drin. Das ist, weil ich eher im Obby drin war als du, weil du so ein lahmes Internet hast. Aber hier ist die Krone, die Königskrone gehört. Ja, hier hast du deine, ja, deine Krone, die hast du hier, die hört keiner zu, du hörst dich wie eine Maus an. An der Stelle würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Checkt doch unbedingt den Kanal von IDZock ab. Link ist in der Beschreibung, Leute. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen zur neuen Folge. Checkt auch diese beiden Videos hier ab. Und jetzt sind wir raus. Ciao!